Die Volksbank Düsseldorf Neuss EG präsentiert den Fortuna Talk nach dem Fortuna Spiel gegen den BVB. 0:1 in der 95. Minute. Das sind ja die nackten Zahlen und ich muss sagen, selten fiel es mir schwerer, die richtigen Fragen zu stellen nach diesem Ergebnis. Ich begrüße erstmal Kevin Stöger. Grüß dich, Kevin. Hallo, ich grüße Ja, zurück. nimm uns mal mit. Was geht in deinem Kopf vor? Im Moment geht nicht viel vor, außer ich glaube Enttäuschung, aber auch ja, ich glaube auch ein Frust ist da auch dabei, definitiv. Und selbst der BVB spricht von einem sehr glücklichen Sieg, ja, und einer starken kämpferischen und auch vor allem taktischen Leistung der Fortuna. Das ist ein nettes Lob, kann man sich aber nicht verkaufen, ne? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir hören das jetzt schon die letzten Wochen. Ja, an dem Punkt sind wir angelangt, dass einfach das gar nichts mehr bringt. Wir brauchen Punkte. Das wissen wir selber. Ich glaube, wir hätten das Spiel heute nicht besser spielen können, als wir das gemacht haben. Und trotzdem stehst du mit null Punkten da und bist natürlich sehr enttäuscht. Das ist auch so ein bisschen der nächste Nackenschlag, den ihr bekommt. Ja, ich will nicht fragen, wie viel man davon vertragen kann, aber ja, wie sehr wirft einen das zurück? Ja, wenn ich nur an heute denke, dann ist das schon ein Scheißgefühl. Ich glaube, wir können jetzt nicht an Leipzig denken oder an die anderen zwei Spiele, sondern wir haben bestimmt das Spiel heute Abend und morgen auch noch im Kopf. Aber es geht das Spiel schnell abzuhaken. Das müssen wir. Ich glaube, wir sind trotzdem sehr gut darin. Und da müssen wir unter der Woche wieder weiter Vollgas geben. Ich glaube, wenn man einen Spruch von Fußballtrainern oder Spielern immer wieder hört, dann ist es, dass man auf sich selber schaut und nicht auf die anderen Mannschaften. Denn solange man das selber in der Hand hat, ja, ist es auch egal, was die Mitkonkurrenten machen. Und trotzdem glaube ich, dass es heute besonders bitter ist, wenn man das Ergebnis in Paderborn sieht, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben uns auch vor dem Spiel wirklich nur auf uns konzentriert. Wir waren so fokussiert. Ich glaube, das hat man seit der ersten Minute an gesehen. Eigentlich bis zur letzten Sekunde. Bis halt auf eine Flanke, die da reinkam. Und ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass Dortmund nicht viele Mittel hatte heute, sich Chancen herauszuspielen. Dortmund ist eigentlich so eine Mannschaft, die im Spiel sehr viele Chancen hat. Wir haben da wirklich alles dagegen gehalten. Hatten trotzdem noch zwei, drei große Riesenchancen, die wir eventuell machen müssen, dann gehst du vielleicht sogar hier als Sieger vom Platz. Ja, Marcel Sobotka mit dem Schuss, Skripski zweimal Pfosten, das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Rückrunde, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, auch wenn du da unten drin stehst, ist das eigentlich so eine Situation, wo ja normal ist. Ich glaube, unten trifft man da den Pfosten oder die Latte. Und wenn einer oben mitspielt, dann gehen halt mal Halbchancen rein. Und das hat man heute gemerkt. Du hast es eben schon gesagt, ihr seid so unglaublich oft für euren Kampf, ja, Einsatz, Leidenschaft irgendwie nicht belohnt worden. Was macht Mut? Oder anders gefragt, gibt es trotzdem irgendwas, was ihr Positives mitnehmen könnt für die nächsten Aufgaben? Ja, natürlich. Wir haben es ja trotzdem noch selber in der Hand, dass wir in der Liga bleiben. Ich glaube, die Mannschaft und der ganze Staff hier drumherum hat so eine Qualität, die, ja, ich glaube, dass wir einfach in der Liga bleiben müssen. Das haben wir uns verdient. Wir haben so viele, ja, Nackenschläge bekommen und deswegen hoffe ich, dass wir die nächsten drei Spiele positiv bestreiten und dass wir in der Liga bleiben. Sind da so Spiele, wo es besonders bitter ist, dass man keine Zuschauer im Rücken hat? Ja, definitiv. Ich glaube, das hat bei dem ersten ja, Spiel angefangen gegen Paderborn. Ich glaube, da hätten uns unsere Fans schon nach vorne gepusht und da bin ich mir sicher, dass wir schon gewonnen hätten. Dann in Köln natürlich zu Hause ja, gegen Hoffenheim und das Spiel heute. Ich glaube, mit Fans im Rücken, vor allem mit unseren Fans im Rücken, glaube ich, hätten wir locker den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Ich habe gelesen, als Spielmacher, ja, dass man dich so ein bisschen als müde eingeschätzt hat in den letzten Aufgaben. Der Trainer hält aber an dir fest und du hast das Vertrauen auch zurückgegeben. Kannst du das irgendwie bestätigen? Nö, ne? Ja, natürlich war das Spiel in München persönlich jetzt, ich glaube, ja, eins meiner schlechtesten oder wenn nicht sogar das schlechteste Spiel, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich lese da auch keine Kommentare oder irgendwas. Ich glaube, ich habe schon gezeigt, dass ich der Mannschaft und dem Verein sehr helfen kann mit meiner Spielweise. Ich glaube, da darf ruhig ein Spiel mal in der englischen Woche dabei sein. Ich glaube, ja, wäre das mein bestes Spiel gewesen, hätten wir trotzdem nichts geholt, weil Bayern einfach zu stark war. Aber ich glaube, heute das Spiel hat wieder gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin fit. Und freue mich trotzdem auf die nächsten drei Spiele. Absolut, ist auch gut so. Ja, lass uns mal kurz über die Nationalmannschaft sprechen, was anderes. Morgen wird das erste Spiel der Österreicher bei der EM 2020 gewesen. Aber durch deine, ja, lange Verletzung, die du hattest, den Kreuzbandriss, kam die sicherlich zu früh. Jetzt ist es um ein Jahr nach hinten verschoben worden.
Ja, kann man da davon reden, dass es vielleicht für dich ganz gut ist? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. An erster Stelle ist hier der Klassenerhalt in meinem Kopf. Alles andere ordne ich darunter ein. Ich glaube, das ist in so einer Phase sehr wichtig, dass man da einen kühlen Kopf bewahrt und wirklich sich nur auf den Klassenerhalt konzentriert. Deswegen ist mir das eigentlich egal, obwohl man natürlich die EM trotzdem gerne mitnimmt. Tja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn Kevin Stöger auch im kommenden Jahr das Fortuna-Trikot trägt. Da gibt es jetzt aktuell nichts zu sagen. Ich glaube, sobald es irgendwas zu sagen gibt, werden wir das machen. Wir sind da mit Trainer und Vereinsführung ganz offen und ehrlich im Austausch. Ich glaube, so ist das zurzeit ganz gut. Ich wollte dich auch in keine Situation jetzt bringen, wo du was Falsches sagst. Lass uns aber kurz zurück zur Fortuna. Jetzt geht es englische Woche schon wieder. Das heißt, Mittwoch in Leipzig, Hinspiel 0 zu 3. Das war relativ chancenlos. Wie siehst du jetzt die Chancen beim Tabellendritten? Ja, ich glaube, man hat gesehen letzte Woche, dass Leipzig sich gegen Paderborn auch schwer getan hat, zwar mit einem Mann Unterzahl, aber ich glaube, wenn wir so spielen wie heute, wenn wir wieder fokussiert sind und fit sind, dann können wir da auch punkten. Man hat aber heute auch gesehen, dass wir wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde da sein müssen, weil nochmal, ja, so eine unnötige Niederlage wie heute wünsche ich mir nicht. Kevin, behaltet die Köpfe oben, fokussiert weiterarbeiten und ja, wenn es am Ende dann über die Relegation geht und wir bleiben drin, kann auch jeder damit leben. Aber gucken wir mal Spiel für Spiel. Noch sind es drei wichtige Spiele und wie du schon selber gesagt hast, ihr habt es selbst in der Hand. Kevin Stöger, vielen, vielen Dank. Unser Dankeschön, Fortuna-Talk gerne. präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss AG. Nach dem Fortuna-Spiel gegen Borussia Dortmund, Ergebnis habe ich vergessen. Bis dahin, ciao, tschüss. Ciao, tschüss.